Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montag. Mein Name ist Dennis. Mein Name ist Fred. Ein wunderschöner Montag. Das kann auch nur jemand sagen, der ein wunderschönes Wochenende gehabt hat, oder? Oh, ja. Komm, Dennis, was hast du denn gemacht? Ich hatte in der Tat ein wunderschönes Wochenende. Und zwar haben wir eine WG-Meisterschaft veranstaltet in allen möglichen Computerspielen und Gesellschaftsspielen. Und noch ganz verrückte andere Challenges, zum Beispiel ernsthaft? Schnick, Schnack, Schnuck war auch noch dabei. Das war ziemlich haarsträubend. Ihr habt eine Schnick, Schnack, Schnuck Challenge ja, gemacht. Ja, und ich bin Dritter geworden von 4. Das hat, oh, das nicht, ist natürlich das hat nicht so mich gut, vielleicht ja. auch den Sieg gekostet, Schnick, Schnack, Schnuck. Wie, wer hat denn gewonnen? Hast du nicht gewonnen? Ich bin Zweiter geworden mit 15 Punkten Abstand. Also ganz knapp, insgesamt hatte ich 215 oder so, der ist jetzt 230. Das war schon sehr spannend. Und alle möglichen Offline- und Online-Spiele habt ihr da durchgeprügelt. Age of Empires, Command & Conquer, Mario Party. Hatten so da vorne eine Tabelle erstellt und ganz genaue Punktsysteme. Ja. In dem einen Spiel war es dann so ein Turniermodus und im nächsten Spiel, was ist das da für ein komisches Zeichen? Ach, genau, man hat sofort alle. Turniermodus bei manchen oder 2 gegen 2 oder einmal hatten wir 1 gegen 3 und jeder muss einmal alleine spielen. Das hatten wir in FIFA. Also lauter so coole Sachen. War voll, total geil. Voll durchgeplant. Und das war aber auch richtig anstrengend, muss ich sagen. Also es waren einfach... Wie lange habt ihr gespielt denn dann? Ja, meistens irgendwann so bis nachts. Von mittags bis nachts. Haben wir mehrere Tage? Ja, von eine mehrtägige Gaming Party. Von Donnerstag bis Samstagnacht. Das ist total krass. Das war super lustig. Und, schade, dass du nicht Erster geworden bist. Ja, ich hätte es auch gern gewonnen. Mario Kart und Baby Park hatten wir so als Highscore-Challenge. Da lag dann immer ein Gameboy DS rum und man musste immer seinen Namen eintragen und dann die schnellstmögliche Runde in Baby Park fahren. Und Baby Park ist nur so ein Oval, wo du die ganze Zeit 5 Runden lang im Kreis fährst. Und ich habe den krassesten Highscore aller Zeiten gemacht. Echt? Also die das war einfach perfekt. Da konnte keiner mehr was machen. Jetzt will sie uns wieder irgendwas hier andrehen. Das kann sie vergessen. Alleine für all das, was sie schon uns angetan hat, kriegt sie nochmal eine richtig geile Retourkutsche hier. Retourkutsche? Ja. Du kommst immer mit so Wörtern, wovon ich zufällig weiß, woher sie kommen. Retourkutsche ist mal wieder aus dem Französischen, so wie so oft. Und zwar, ursprünglich heißt es Carrosse de Retour. Und das ist ein Begriff aus dem Post- und Transportwesen. Und man bezeichnet so Mietkutschen, die zum Ort der Anmietung zurückkehren mussten. Also quasi wie heutzutage auch, wenn du ein Auto hast, musst du es einfach wieder dahin zurück, wo du es ausgeliehen hast. Wenn man halt kein Geld für eine richtige eigene Kutsche hatte. Und heutzutage wird es für eine Retorsion oder für ein Tu-Quoque-Argument verwendet. Ach so, das ist ja selbst erklärend. Ja, wir wissen was das ist. Okay, das ist trivial und da machen wir jetzt weiter. Also ihr wisst jetzt auch... Okay, das ist also die eigentliche Retourkutsche. Die Retourkutsche ist in Wirklichkeit einfach eine Kutsche. Eine tatsächliche Kutsche. Ja, aber dann wird sie keine Retourkutsche im tatsächlichen, wörtlichen Sinne bekommen, sondern wird Stahl, Eisen und Feuer und Schwefel und Säure brennende Städte bekommen. Ja, das ist da halt drin in der Kutsche. Alleine Jaroslawl. Jaroslawl, Mann. Wird richtig, richtig besorgt bekommen, die Stadt. Meine Polarforscher hier unterwegs, die gegen irgendwelche... Ja, französische Polarforscher kämpfen gegen Barbaren. Gegen Barbaren. Heute in der Bildzeit. Oh, da ist ja noch was. Oh, da ist ja noch was. Ja, da musst du weiter. Muss ich durch. Ich habe ja einen Tipp bekommen. Ja. Und zwar kann man diesen Künstler einsetzen und diese Extrakultur, die geht da nicht verloren. Also ich hätte dann, wäre genauso kurz wieder vorm neuen goldenen Zeitalter wie davor. Also verlängert sich das goldene Zeitalter und nichts mal, geht verloren. Ne? Ich hoffe mal, dass 7 Runden sind es jetzt. Mal schauen, was jetzt passiert. Also ja, 15. 15. Ja. Ja, vielen Dank für den Tipp. Also wir sollten den Künstler doch endlich mal einsetzen. Das haben wir jetzt getan, haben dafür das längste goldene Zeitalter aller Zeiten. Geil. Vielleicht kommt ja noch einer und das geht unendlich weiter. Unendlich. Also bei deiner Produktion von großen Persönlichkeiten kann mir das sogar vorstellen. Das ist sehr verrückt. Okay, sehr schön. Also 8 Runden macht jetzt Paul van Dijk Elektromusik in Orléans oder das Paris. Das ist richtig verrückt. Das wird echt fresh. Das ist halt richtig Kultur. 8 Jahre Kultur feiern. Kultur ist es da. Techno. Geil. So, was macht ihr hier? Bananico. Oh, ich freue mich schon so drauf, Jaroslawl zu vernichten. Oh, hey. Och, ja, hey. Du musst immer weitermachen. Immer weiter. Wenn wir schon bei Techno sind. So, fortfahren. Tribogue.
Oh nee, oh, jetzt oh, kann komm, man das auch nicht einfach mal sagen. Ja, echt, kann man, yeah. Kann man das nicht ignorieren irgendwie? Ja, Ignore-List. Muten, genau. Put Katharina on Ignore-Liste. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Oh, der kann sich auch wieder upgraden, dein Schwertkämpfer. Sehr gut. Die stehen hier schon alle so schön drumherum, oder? Vielleicht greifst du auf, der heilt sich auf jeden Fall erstmal. Ja, der muss sich heilen. Und die schießen jetzt einfach schon mal. Oh, Leonidas. Genau, ich kann jetzt schon mit den Fernkampf. Zack, zack, zack. Oh, einhalten. Das geht ja ganz schnell. Oh, wow, wow. Lol. Jaroslaw. Lol, geht es schnell. Oh nein, er ist zu den Barbaren da unten gelaufen. Ich muss hier ein bisschen Platz machen, ich muss nachrücken. Ja, sind schon Barbaren, du hast recht. Ja, das sind eigentlich... alles russische Barbaren. So, das ist einfach die besten, die Suicidal Barbaren, die immer mit ihren Schiffen neben den Städten sind. Keine Ahnung, was sie da mal vorhaben, was sie so treiben. Du hast tatsächlich um einiges mehr Geld als ich. Das stört echt mich. Jetzt? Das kommt aufgrund der hanseatischen Krämerkultur. Ja? Ja, also wir haben da ja, dadurch die Hanse-Kontrolle, die ich gebaut habe, habe ich jetzt echt Kohle gemacht. Richtig, krass. 14 Gold pro Runde. Ja. Schon süß, würde ich sagen, ist das. Nein, ja, ich weiß, bei dir, ja, ich weiß, die französischen Staatskassen sprudeln und bla bla, du machst wahrscheinlich 100, ja genau, ja. Plus 93. Oh, ein großer Ingenieur. Und weißt du, was das jetzt bedeutet? Das ist nämlich ganz verrückt. Jetzt kommt. Und zwar, man kann ja hier so Ideologien holen. Und zwar, erst in der Moderne. Und da dritte Fabrik. Dritte Fabrik, weil diese großen Ingenieure können Fabriken bauen. Ich habe jetzt gehofft, dass es schon reicht. Du musst also noch eine Fabrik bauen. Wir haben ja hier schon eine. Ja. Und was? Ritter? Warum bin ich ein Ritter? Karl Benz, der nein. Aus, nicht ganz Karlsruhe, ich glaube, aber hier aus der Gegend. Aus Pforzheim kommt er doch ja, eigentlich, siehst du. Hatte ich das Gefühl. Karl Benz wird jetzt hier mal irgend so was Hässliches verwandeln. Und zwar, was haben wir denn hier? Zwei, ja, schade, dass er sie nicht einfach ins... Kauf dir doch ein Tundrafeld, weil damit kannst du sowieso nichts machen, da kannst du da eine Fabrik aufmachen. Sollen wir das tun? Ja. Haben wir eigentlich etwa zu viel Geld und dann... Ja, du hast so viel Geld. Genau das sollte ich hören. Danke. So. Oh Mann, ey. Habe ich mir schon überall diese Handelshäuser reingeholt? Oh, ich kann den Novgorod von der... Von See von See angreifen. Ja. Und die... Sie werden alle sterben. Die kann doch mal erkunden. Ach, ja, warum nicht? Ich will sie von Hand bewegen. Von Hand, ja genau. Hand. So, sie fährt jetzt einfach so ganz komisch. Der macht den. Den letzten da. Ja, das bringt halt jedes Mal, weiß ich gar nicht, was es bringt. Aber es... Das bringt schon was. Es bringt irgendwas. So, jetzt gehen all meine Galeassen, machen sich auf den Weg nach Novgorod. Was kann die denn werden? Eine Karavelle. Die wird nächste Runde zu einer Karavelle auf jeden Fall. Warum geht das jetzt noch nicht? Kein Geld? Weil ich kein Geld habe. Ach, du hast kein Geld? Ja. 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 Ja, aber gut, du kriegst immer wieder welches rein. So, die gehen jetzt hier. Es lang. Gibt noch kein Fettspinismus in Mexiko. Was gedenkst du dagegen zu tun? Hat schon. Nur ist halt wieder nur zu nicht breit genug, das Fensterchen. Oh. Aber der geht wahrscheinlich trotzdem nach Mexiko. Ist eigentlich eine gute Idee. Nächste Runde? Okay, alles klar. Fehlt mir eine Fabrik, jetzt bin ich echt traurig. Ah, das wird noch. Keine Sorge, wir schaffen das. Oh, wird mich jetzt. Ich motiviere dich jetzt. Ja, aber ich bin echt. Ist wichtig. Ganz schön motiviert hier. So. Ja, aus LOL könnte sein, dass es sogar jetzt schon stirbt, ehrlich gesagt. Ja, wenn das so gut weitergeht hier. Ja, jetzt war mein Ritter im Weg. Der musst du so heilen. Nein, oh. Achso, ja, ja. Achso, ja, genau. Ja. So, jetzt aber raufballern da. Das könnte einfach schon reichen. Oh, könnte das gut Zack. Werden. Und jetzt die schießen einfach auch noch anstatt sich zu halten. Ja, ist ein Fernangriff, die das geht schon. Auch noch. Oh yeah, baby. Der eine Land sie zu knechten. Landsknecht, komm, greif an. Ein Land sie zu knechten. Ja! Statt vernichten, oder? Vernichten, niederbrennen. Lasst keine Lebende zurück. Sehr schön. Ja, wir vernichten jetzt einfach gesamt Südamerika. Ah, ist das schön. Das ist so schön. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, gäbe es irgendwas Schöneres, einfach mal Südamerika zu vernichten. Ja, ich meine. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Ach, ist das schön. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt. Was baust du eigentlich? Ich baue einfach mal ein bisschen sowas gerade geht, ja. Eine Burg ist doch schön. Ja, aber die. Und da hau ich mal ran. Die bringt ja sozusagen gar nichts, die Burg, solange deine Stadt nicht angegriffen wird. Aber für die Optik. Ja, okay, gut. Das stimmt. So eine schöne Burg, eine deutsche Burg. Deutsche Burg, ja. Da ist eine Hilfe im Tourismus ganz wichtig. Ja.
auch schöne französische Burgen. Nein, gibt es nicht. Ihr habt Chateaus. Chateaus, ja. Ja. Das sind ja auch Schlösser. Ja, sind auch Schlösser, sehr wohl. Chateau. So. So haben wir meinen Hund genannt früher. Ihr habt den Hund Chateau genannt? Ja, weil unser Hund war aus so einem schönen Gestüt, oder wie auch immer man das nennt, bei Hunden. Eine Zucht, oder? Ja, eine Zucht. Keine Ahnung, gibt es dafür ein Fachwort? Weiß nicht, aber egal. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ein Hundegestüt, finde ich gut. Die hatte sie dann den offiziellen Namen Elisabeth vom Jägerschlössle. Verarscht du mich gerade? Nein. Sie, also wir haben sie Elli genannt normalerweise, aber weil sie halt vom Schlössle war, haben wir sie dann auch Chateau genannt. Was war das für eine Rasse? Ein altdeutscher Schäferhund. Ein Altdeutscher. Ja, die sind so schwarz anstatt. Also sie sind quasi genau umgedreht so ein bisschen. Ach so, also nicht schwarz mit, nicht braun mit wenig Schwarzanteilen, ja, sondern schwarz mit wenig Braunanteilen. Ja, und sie sind so ein bisschen, das Gesicht ist so ein bisschen Collie-mäßig. Also zumindest bei unserem Hund. War okay. Auf jeden Fall ein schönes Tier war es. Das ist ja Wahnsinn. Echt von der richtigen Zucht. Ja. Krass. Und die ist jetzt, die ist halt Chateau gewesen dann. Chateau. Geil. Chateau, was gibt's denn hier noch so? Was Elie Chateau. Elie Chateau. Gibt's hier noch irgendwas zum Zernichten, wollte ich schon sagen? Zerstören, oh, weiß da, ich nicht. Hier, geht mal da. Ah ja, das. Oh, hey, überall. Überall sind sie unterwegs. Der hat sich auch auf den Weg irgendwo hingemacht und zwar, ach genau, an die gleiche Stelle. Dann soll der mal da wieder hochgehen. Ja. Der soll gucken, was da noch am Ende der Welt auf uns wartet. Oh, ich habe ja noch den Ritter. Aber irgendwie... Könnt ihr auch mal wieder ein paar Einheiten schenken? Ich brauche die französischen Einheiten. Oh, der, den kannst. Oh, hä, die was? Stadt ist schon weg. Die ist jetzt sehr schnell verschwunden. Normalerweise dauert es so ein bisschen, bis die verschwinden. Achso, was wolltest du denn vorschlagen? Oh, Nektarinenboot. Die werden wir jetzt ausquetschen, die Nektarinenboot. Du hättest mit deinem Typen so eine. Ach, eigentlich ist es gut, dass du ihn hast. Ja, das ist mein Anführer. Leonidas führt die siegreichen, glorreichen Truppen durch Südamerika. Den brauchen wir für die Moral. Das ist einfach historisch komplett korrekt. Ja. Leonidas führte im Jahre 1545 nach Christus die Deutschen in Südamerika gegen Russland in den Krieg. Das ist so falsch, auf so vielen Ebenen ist das stimmt ja richtig, wa? Ja. Geil. Sehr gut. Ja. So machen wir das. Kannst du aber was wieder angreifen mit einer Stadt? Schon wieder? Ja, ja. Das und ich ja habe Zimt gefunden. Nee, du willst Zimt. Die wollen. Ah, nein. Ah, sie haben jetzt Gewürze. Marlboro? Oh, ja. Die haben jetzt einen Feiertag. Die sind dann schneller. Also oh, die... Gott, die wieder so viel geplündert. Genau, das habe ich jetzt wahrscheinlich ja, alles wieder errichtet. Ja, und deswegen... Alles hier. Ja. So, der macht jetzt mal zack, zack. Genau. Wieder mal was platt. Ja, und ich würde sagen, nächste Runde dann gleich Jekaterinburg. Da kann ich nix. Da metzel ich mich jetzt komplett durch Südamerika. Es geht echt schnell jetzt. Also ordentlich schnell. Wir haben halt auch schon echt feine Herren hier. Ja. Die haben ja auch so gut wie alle Upgrades, die es gibt. Die sind ordentlich geupgradet. Ja, die sind durch die harte deutsche Schule gegangen. Ja, ja, ja? Also durch die Kaserne und durch irgendwas anderes. Was Arsenal stimmt, oder was ich da auf Waffenkammer. Die Zollstatue ist ja auch noch bei dir, die den allen plus 1 Angriff oder so. Ja, siehst du. Also das sind wirklich richtige Monsterkämpfer hier. Zollstatue. Passt auch so ein bisschen, so ein Zeus in... Ja. In Berlin. In Berlin. Ico. Geil. Oh, was ist der da? Oh, jetzt dieser Barbar da oben. Und Dennis. Und Dennis, ja. Du bist ja dran. So, machen wir mal hier Spread the Word ein bisschen. Oh, jetzt geht's schon wieder los. Die Politik. Aber guck mal, jetzt ist erst aber dieses Zeichen da. Das war eben noch nicht da. Ja, vielleicht ist es jetzt groß genug oder so. Ah, vielleicht kommt das Zeichen erst ab einer gewissen Größe. Ja, ja. Wir hatten nur 2 Anhänger und das reichte noch nicht. Ja. Da war es eine Minderheit, eine Splittergruppe. Doch jetzt der Fettspielismus voll angekommen. Wo ist die Ingenieur-Eisenhütte? Geil, was ist das denn? Das ist nichts für dich. Boah, plus 8. Nein, das ist nichts für dich. Das ist was für die deutschen Ingenieure. Ja, du darfst die gerne bauen. Ja. Nichts dagegen. Was ist denn mit Angkor Wat? Angkor Wat? Angkor Wat? Say what? Das Globe Theater, das wird doch auch schon irgendwo gebaut. Das wird alles schon irgendwo gebaut. Bank. Ja. Komm, du musst mehr Geld machen. Ja. Ist das. Oh, eine Politik habe ich jetzt. Genau, irgendwas Verrücktes. Ja, bien sûr. Frei den Kärtum. Frei den Kärtum, richtig, ja. Genau. Frei sehr den, gut. Ich mag die Kärtum. So, schieß es ab. Schieß die Stadt ab. Zack, zack, zack. Ja, die Russen haben nichts zu lachen. Ah, auch noch auf dem Seeweg. Geblockt von
Katapulten und sonstigen Philipp Hans. So. Philipp Hans haben wir ja leider schon erklärt. Haben wir schon erklärt. Ja, ja, kommt richtig. Von französische Vire. Vireli oder so. Wer das nochmal hören möchte, kann gerne zu der jeweiligen Episode zurückspulen. Ich habe mir das eigentlich alles gemerkt, die ganzen Sachen. Also gemerkt, ich wusste es halt noch. Also ich weiß es immer noch. Sag ich nicht so. Schlecht. Also nicht so, als hätte ich das nachgucken müssen. Nein, das weißt du einfach. Das habe ich gelernt im Kindergarten. Ja. In Frankreich, wenn man sowas da lernt. So, ab nach Novgorod. Oh ja. Novgorod in Hell. So, was? Hier ist eine Küste schon. Wir sind schon gleich in Afrika. Echt so schnell? Krass. Ja, ganz schnell. So, der macht sich jetzt mal zu einer Karawelle. Ist das nicht auch schon eine Karawelle? Ja, das heißt, du kannst mit der Karawelle quasi in den Süden so ein bisschen oder ich dann in den Norden. Wie heißt denn das Horn? Was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Mehr Gold! Das habe ich gebaut. Ja, mehr Gold erforderlich. Oh, ja, du alles hast klar. Auch mal was gebaut. Ich habe auch mal Gold. Boah, krass, was die denn alle bekommen. Oh, da ist mit dem, mit dieser Mauer. Oh ja, gegen verschanzte Einheiten und Städte. Das ist genau das Richtige. Ist das Städte oder Städte? Das ist egal. Okay. Kannst du sagen, wie du möchtest. Ja, okay. Städte. Die Kultstätte. Warum geh nach vorne? Warte mal. Ach, das ist der, ja, stimmt. Oh, der ist die Burg. Der ist die Burg. Ah, so viel. So viel Einheiten. Jetzt schieß erstmal hier diesen Axtmann da ab. Echt, der kann aber gar nichts. Zack, zack. Tot. Ja. Nochmal. Oder einfach. Da geh ich schon auf für hier Katharinenburg. Die darf auch schon mal ein bisschen was abbekommen. Was ist das? Auch eine Karawelle. Warum hast du sowas? Warum ich wollte ja mal den Pazifik. Der Pazifik? Der Pazifik. Der Pazifik erkunden. Der Pazifik. Da war meine Oma so eine Spezialistin drin, Sachen immer falsch zu betonen. Echt? Ja, Ideka, Pazifik und Abteil. Das sei immer schön. Gedicht, finde ich auch köstlich. Gedicht. Ach, herrlich. So, was gibt's denn jetzt? Ja, guck halt mal, was du brauchst für hier. Was? Hey, du kannst die Eisenhütte da. Du brauchst noch eine Bananiko in der Werkstatt. Dann würde ich doch vielleicht mal nicht die Burg in Bananiko bauen. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht der Helden-Epos, was bringt denn die ganzen Sachen da? Boah, du hast so viel Produktion. Okay, das brauchst du nicht. Nee, Literatur. Boah, nee, Schriftsteller, Bücher. Immerhin Ingenieurpunkte und nicht irgendwas. Okay, alles klar. Dann gibt's Encore Watt. Ja. So, und Bananico ganz schnell ändert die Produktion auf eine Werkstatt? Werkstatt, ja. Oh, 15 Uhr. Das dauert ein bisschen, ne? Ja, Bananico hat halt auch nur zwei benutzbare Felder. Ja. Und der Rest Stadt ist da sehr, sehr gut platziert. Berg. Geil. So, Produktion wählen im Methlaboro. Ja, Hafen. Produktion. Oh, wir haben alle gleichzeitig fertig. Was ist denn das? Ach, im Methlaboro ist ja jetzt der erste Zoo ja, in der Geschichte der Menschheit. Ja. Ja, wahrscheinlich sogar. Sehr geil. So, Langschwertkämpfer unterwegs. Oh, das geht ja. Merico hat eine Religion angenommen. Ja, welche das wohl ist? Man weiß es nicht. Der Fettspielismus. Oh, Metzlabora hat auch noch nicht genug. Ich weiß schon. Oh, Shaka, hallo. Der Große von Zulu. Immerhin mal einen... Was hat er? Einen guten Namen. Guten Namen hat er. Shaka, der Große von Zulu. Oh, macht gleich auf dicke Hose, ne? Ich stehe als Krieger vor euch. Könnt ihr das auch sagen? Ja. Ja, auf Wiedersehen. Kann ich auch. Wir haben schon mehr... So viele Leute zerstört. Shaka, der Große von Zulu. Wo ist er denn überhaupt? Weiß ich auch nicht. Shaka. Ist der in Deutschland? Shaka, der Große, Mann. Boom Shakalaka vielleicht. Oh Gott, was hier, was? Keine Ahnung, woher der kam. Vielleicht ist er irgendwo in Südamerika. Den werden wir schon finden. Spätestens wenn sein Blut ja unter unseren Schuhen und an unseren Händen klebt. Wählt eure Worte weise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist das weise gewählt? Machu Picchu von Fred? Oh nee, dann sehen wir immer nur, dass er da ist. Ja. Oh nee. Oh, jetzt gibt's uns... Was will sie jetzt? Rostov. Vladivostok? So wollen wir nicht. Nee, wir wollen das alles brennen sehen. Verschwinde. So, unwegsames Gelände. Dein Pekinier hat so ein Zweiter Weltkriegs-Nazi-Helm auf. Ja. Das kommt davon, wenn man mit den Deutschen paktiert. Ja. Muss man gleich die Mode aufnehmen. So, der geht jetzt weiter hoch. Ja, nee, wo war das denn nochmal? Ach, Messerbohr hatten wir. War's gut, ja. Ja, sehr gut.
Oh, okay, die wird jetzt, kriegt sie einfach nur Schaden. Kann ich mich bei dir heilen? Das war eigentlich überhaupt nicht schlau, da anzugreifen. Das kriegen wir. So, reitet vor, meine Reiter. So, die sind jetzt da. Sehr gut. Also auch Dennis rückt nach. Ja, den Chevaliers. Übrigens sollten wir vielleicht unsere Community zwischendurch mal loben, dass wir so viel, so schnell Likes bekommen haben. Das ja. War schön. Also das war echt schön. Das hat mich sehr gefreut. Hab mich wir auch haben sehr wohl gefreut, alles richtig ne? gemacht. Ja, mal. Sehr, sehr gut. Das freut uns doch auch mal, dass so ein schönes Feedback zu bekommen. Ein paar Kommentare gab es auch. Ja. Ne? Unter anderem zu dem Schriftsteller hast du ja schon gesagt. Genau. Künstler. Zu hat uns, glaube ich, auch nahegelegt, Jaros LOL zu vernichten. Haben wir jetzt gemacht? Wir haben es gemacht. Boah, komm. Ich will überhaupt gar nicht mit dir reden. Ablehnen. Nee. Diese ganze Diplomatie und Reden und so, weißt du? Was wollen einfach, die überhaupt? Einfach rauf da. Oh. Krieg führen. Warum geht das nicht wegen dem Fluss wahrscheinlich? Oh, der Fluss. Obwohl, die können eigentlich. Ja, die können, aber die anderen irgendwie nicht. Ja. Ja, eigentlich dürfte es auch nicht schwerer sein, über den Fluss rüber zu schießen. Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, ob die, vielleicht gibt es da so mikroklimatische Bedingungen, weißt du, die Strömung des Flusses lenkt die Pfeile ab. Ja, so ist es. Wahrscheinlich. Das nicht, oh, die, oh nein, oh nein! Nein! Barbarisch. Scheiße. Ob ich das hasse? Der überlebt es schon noch. Aber meinst du? Da muss er sich halt erstmal wieder ewig heilen, bis er irgendwas... Läuft er noch über den Fluss? Ja, muss wohl, ne? Muss, ne? Ich werde es nie hinbekommen, Katapult. So, einer hat modernisiert. Noch mehr, Alter, so viele, Mann. Ja, aber die sind so lahm. Neulich Age of Empires gespielt. Ich habe mal auch die HD Edition gekauft. Hast du? Ja. Echt? Ich habe es getan. Das ist ja geil. Weil ich verloren habe im Classic Age of Empires und dann wollte ich spielen. Und hast du einen Rage Quit gemacht, bist du Steam gegangen, hast du die HD-Version gekauft? Genau, und dann ja. Habe ich deine Taktik sogar verwendet, die... Lenkler und Pekinier-Taktik, die nur Holz und... nur Holz und Nahrung. Ja, ja, das ist krass. Geil, da kann man voll Maß pumpen. 500er Einheitenlimit und dann ging es los. Ja, gerade dann, ne? Also, ja. Das war schön. Und Triboker oder Trebuchets habe ich auch Trebuchets gebaut. Ist immer schön. Ja, ja. Die waren mächtig. Sehr geil. Mächtigen Badaboom haben sie gemacht. Und sie haben dich nicht angegriffen, sehe ich gerade. Nee. Dein... Es wurde verschont. Aber... Sie nicht. Richtig. Klär das mal auf dem Wasser. Die Karavelle. So. Zack. Ja, die haben schon echt viele Kills gemacht, die Typen hier. Ja, die, guck mal, die kriegen trotzdem fast keine Erfahrung. Ja, die haben auch nur drei Plaketten da oben. Aber da gibt es ja auch keinen General, der ihnen eine neue Plakette anbringen könnte. Ne? Also ja, gut, immerhin. Wasser, glaube ich, haben die schon einfach so. Standardmäßig. Toll, da habe ich eigentlich gar nicht. Hey, wie viel Glauben... So viel Glauben, da kommt ja ein Prophet oder sonst was nach dem anderen wird da losgeschickt. Man muss auch sagen, der Fettspielismus, der ist echt im Kommen. Wir haben jetzt auch in den letzten Tagen wieder 10 neue Clan-Bewerbungen bekommen, oh, die muss ich alle noch bearbeiten. Ja. Jetzt geht's los. 120 Glaubensbrüder und Mitglieder im Fettspielenforum, also da passiert echt eine Menge. Soll ich mal hier hinrennen? Ja, ja, los. Zack, zack, die Reiterei von Frankreich. Genau. Und, oh nein. Ja, immerhin jetzt. Wenn sie jetzt mit anbleiben, dann... Schön weggebumst da. Sehr schön. Polter- und Bumsgeräusche. Ja, das macht der Poltergeist. Haben wir genau. Das ist charakteristisch. Aber die haben ja überhaupt keine Chance. Hier dürfte jetzt irgendwann noch Moskau kommen. Und ja, Nowgorod und Rostov. Also sie haben wahrscheinlich noch drei größere Städte. Ach, der hat auch noch Rostov, ja. Stimmt. Also drei größere Städte, aber gut, Jekaterinburg, die nehmen wir so mit. Aber dann haben wir auch ja die Triboke. Ja, das dürfte jetzt... Ich bin echt mal gespannt, wie schnell das jetzt so geht. Und dann müsste eigentlich besser laufen. Ja, machen wir hier einfach nochmal. Ich will mehr... Ja, mehr Fettspielismus. Mehr. Oh, jetzt hat es auch das Icon gekriegt. Sehr gut. Insgesamt schon. Weil das jeder von den 7 einbewahren. Ja, genau. Oh, jetzt, Chaka, was willst du überhaupt? Niemand... Also ich möchte von dir... Das... Oh, geil. Wie heißt die eine Stadt? Was? Geil, mit einem Binnenversal. Gundlovu. Love you. Love you. Die will ich auch haben. Okay. Und dafür kriegst du Marmor. Wie können wir handelseinig werden? Das ist keine Möglichkeit. Was? Das ist so ein Cheat wahrscheinlich. Wenn man 100 Mal drauf drückt, sagt er, okay. Aber wenn du aufhörst zu drücken, dann nehme ich es an. Das wär's. So, hier wird weiter geballert. Oh ja. Oh yeah. Oh no. Wo?
Chica. So. Ach, was machen die denn da? Oh, ist so weit weg, der Landsknecht. Ist hier vielleicht irgendwo noch so ein Barbarenknecht? Oh, nee. Nur Elefanten. Zoom halt mal ein bisschen raus. Nee. Dann hab ich schon gut aufgeräumt. Hast du sehr gut gemacht. Also ja. Du bist echt der beste Barbaren-Säuberungs... da oben ist ein Typ. Oh, da ist eins, ja. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Oh, wie viele. Ja, mehr. Mehr! Oh, vielleicht nehme ich sie ein mit meinem Ritter. Vielleicht warte ich einfach bis kurz davor und dann reiten sie rein. Einen Teufel wirst du tun. Nein, ja, du wirst es doch sicherlich dann auch vernichten. Ja, natürlich. Ja, das darfst du gerne machen. Das will ich da unten. Also wer dann im Endeffekt die Fackel trägt und die Leute in ewigen Schmerzen, in Höllenqualen verbrennt, das ist mir dann auch egal. Das ist egal, also, okay. Das ist egal. Hauptsache die Qualen. Also ohne die geht's nicht. Ich glaube, hier ist eine Stadt übrigens. Meinst du? Ja, ja. Ach, stimmt, von dort aus wurde ich auch angeschossen. Das ist Rostov wahrscheinlich. Ah. Ich nehme an, dass das Moskau ist im Herzen irgendwo. Moskau ist. Das Herz werden wir ausreißen. Aus dem russischen Landskörper. Aus der russischen Seele. Matroschka. Matroschka. Oh, yay! Navigation! Die Klabautermänner. Oh, Schießpulver, ja. Dann kann ich endlich. Oh, dann kommt eine große Zeit. Eine der ersten Schießpulvereinheiten des Spiels. Nur die Franzosen können sie bauen. Sehr gut. Na schön. Der hier sollte mal bitte nicht sterben. Kann ich das eigentlich auch einladen? Mit so einem. Oh. Nein. Nein. Nein, du bist zu klein. So, ich gehe jetzt hier weg. Die Galliasse macht sie auf den Weg. Oh, das sind halt fiese. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, das von Land zu bombardieren. Ja, von Land, von See. Von See, ja, genau. See. Ja. Oh, was ist denn wieder jetzt schon wieder so? Wo gibt es noch kein Symbol? Hier haben wir 4, hier haben wir 5 von 7, 4 von 6, 5 von 9 ist eigentlich noch nicht so ja, gut. Da ist, und hier 4 von 5 natürlich und 11 von 15. Also, was ganz unten im Bananico? Ah, Bananico. Da gibt's noch andere. Andere Religionen, die müssen alle beseitigt werden. Oh, da schicke ich vielleicht auch mal einen Inquisitor. Oh ja, der Fettspielismus duldet keine anderen. Ja, da sind wir so drauf. Wusste ich gar nicht. Na, nur im Spiel. Natürlich. In der echten, realen Welt sind wir voll friedfertig. Ja. Und jeder darf Fettspielismus, dem Fettspielismus anhängen, aber noch was anderes machen und... Da seid ihr vollkommen frei. Ja, natürlich. Glaubt das mal. Also wir tun jetzt so voll auf offene Religion und so. Ah oh, ja, wir sind so voll nett und ihr könnt alles. Wenn irgendwann so mal unser Inquisitor vor eurer Tür steht, dann wisst ihr, was ihr falsch gemacht habt. Weil ihr in der Kirche wart am Sonntag. So. Dann ist zappenduster. Ja. Das ist, jetzt hast du dich, glaube ich, selber den Dennis. Halt's mal mehr ernst. Das ist einfach so grausam. Das geht da überhaupt nicht voran. Ja, was ist für eine Otto-Einheitentechnik? Und hier, was ist aber bloß? So, der muss dahin. Das denn? So, wie holt ich das schon wieder mal? Der ist der Beste. Oh, oh ja, das... Ich weiß schon, wer nächste Runde da reingeritten kommt. Nein, ich will... Nein. Vielleicht überlasse ich es auch dir. Nein, mach du, komm. Komm. Oh, Schießpulver wird jetzt so schnell gehen. Ja, erstmal den einfach. Parkverbot steht ja da. Parkverbot. Ticket? Gab es nicht auch mal diese verrückte Story, wo ein Bürgermeister mit einem Panzer über ein Auto gefahren ist, das im Parkverbot war? Was? Wo soll das denn gewesen sein? Das war irgendwo in der Ukraine oder Weißrussland oder so. Echt? Ja, also es war eigentlich ganz lustig. Das ist echt witzig. Und das war übrigens Gandhi gerade. Ja, den haben wir gerade einfach so weggedrückt. Ja. Der kommt da gleich wieder mit Frieden und so. Was will der überhaupt? Und gewaltloser Widerstand und so, das jetzt kennen wir ja gar nicht. Kann er gern machen. Kann er gern machen. Da können wir nichts, dann rollen wir einfach rüber. Naja, aber der war fast richtig, der war immerhin in Asien. Also das ist schon mal eine gute Quote. Oh, jetzt kommt noch so einer. Vom Inka-Land. Oh, Pachacutec. Oder Cutie. Ja, aber immerhin, der hat schon einen geilen Thron da, muss man sagen. Der hat schon, ja. Sein gegrüßt, Fremder. Er ist immerhin nett. Ah, hilft ihm auch nichts. Guck mal, und er bietet sogar seine Hilfe an, uns zu helfen. Vielleicht kann er sich ja sein Volk selbst erledigen. Ich schicke da mal einen Inquisitor hin. Ein bisschen Conquistador machen hier. Oh ja.
Ah, sieht das nicht schön aus, wie gesäubert schon der Nordwesten ist. Oh, jetzt kommt der auch. Oh, verpiss dich. Oh, echt, ey, friedlich. Und so. Oh, nee, komm. Wir kommen alle angesprochen, diese Friedlichen. Als, hat sie das noch nicht rumgesprochen, dass wir mit Diplomatie nicht zu fangen sind? Nee, weiß, ey, keine Ahnung, was die sich da denken. Also, ich dachte, unser Ruf eilt uns mittlerweile voraus. Ja, vielleicht wissen die einfach noch gar nicht, was hier abging. Die denken einfach, oh, die haben aber ein großes Reich. Das haben sie sicher mit ganz viel friedlicher Forschung aufgebaut. Oh Mann. Soll ich es jetzt einnehmen oder willst du? Ja, komm, los, rein da! Wir lassen tatsächlich keine... Vernichten, ja. Wir lassen keine Überlebenden zurück, deswegen gibt es keine Stories. Ja. Und deswegen weiß, denkt jeder von erstmal, wir sind nett. Ist einfach so nette ja. Europäer genau. oder Nordamerikaner. Genau. Wie auch immer, ja. Aber ich glaube, das ist es. Ja, vielleicht denken wir also das. Also keine Überlebenden. Ich meine, die sehen hier die Kultur, was hier alles ja, abgeht. Genau. Das Blendwerk, was wir kommen mit Fetchbilismus und moderne Religion, Kultur, Schriftstellern und so. In Wirklichkeit sind wir. Die sehen halt nur, was hier oben ist. Was hier ja. oben für im Völkermord passiert. Das, davon weiß keiner ja. etwas. So. Ja, wir machen echt gute Abblendaktionen. Das ist ja sehr gut. So, weiter. Karavelle. Heilige Stadt. Was ist da noch? Was ist denn Blitz? Das war der Ursprung. Das ja. war der Ursprung war der Blitz. So begann alles. Gibt's extra. So hat ja auch Luther mit dem Blitz. Ja, genau. Kennst du auch die Story? Nee. Ja, der hat ja auch so zum Berufsbild des Pastors gefunden oder Haupt zu Gott gefunden, als er ein Gewitter mal haarscharf überlebt hat. Ah, okay. Ja. Und da hat er sich unterworfen quasi, als über ihn die Blitze niederprasselten und gesagt, ah, ich ergebe mich. Gott, ich tue alles, was du willst. Okay. Und deine... Oh, ja, nee. Und gut. So läuft das hier auch. Ah. Also, ergebt euch dem Fetchbilismus. Na? Ich würde auch mal sagen, wir beenden das hier. Wir haben 2 Städte vernichtet. Ja, also so schnell. Das ging jetzt richtig gut. Also wir werden weiter uns an dem größten Völkermord der Menschheitsgeschichte beteiligen und gesamt Südamerika vernichten. Alles wird brennen. Ja? Von Bananico wird das Feuer bis zu den Feuerlandinseln ja, quasi ja. runterbrennen. Und ja, mehr Spaß und Spannung gibt es dann beim nächsten Mal. 50 Likes geht's weiter. Ja. Bye. Bye.